Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von EP13. Ich werde heute mal versuchsweise mal schauen, ob es sich nicht anbieten würde, die Schallschutzwand abzusenken. Und das mache ich jetzt auch mal. Dass sie von 0,3 auf 0, also direkt auf 0 absenke. Und ich hoffe damit auch die Lücke hier verschließen zu können. Brauche ich nicht hoffen, das ist tatsächlich so. Und hoffentlich funktioniert das auch hier. Hier sitzt das Ding schon auf 0,0. Mir beschleicht gerade da ein komisches Gefühl. Dass nämlich irgendwo eine Steigung drin ist. Das ist noch 0,0. Müsste man doch eigentlich erkennen können. Ja, hier sieht man, dass es ganz sachte ansteigt. Setzen wir auf 0. Passt, wackelt, hat Luft, fertig. So, hier drüben wird ein Geländer noch installiert. Muss ich mal schauen. Was nimmt man da am blödesten? Zwangsschienen brauche ich nicht. Oder vielleicht doch? Weiß ich jetzt nicht. Inwieweit da Zwangsschienen jetzt vonnöten werden. Machen wir mal einen Anfang. Das Ganzen. Sagen wir mal, wie viel Platz würde ich denn dazu gestehen? Mal auf 70. Das sind 6,75. Sagen wir mal auf 9 Meter. Reicht das? Oder kann ich noch einen halben Meter dazugeben? Ach, wird so der Geiz kriegen. Wo habe ich es jetzt hingeschoben? Kriegen 10. Ja, das ist schon zu viel. Das ist zu viel. 9,8. Passt. Das Gegenstück wird dann hier drüben angebracht. Ich brauche kein Eck, ich brauche ein Ende. Oder? Ich mache das noch ein bisschen anders. Nein. Weg mit dir. 70 und 9,8. Sagen wir mal hier 70 und 9,8. 180 Grad. 70, nicht 90. Wo ist, sagen wir mal, 75? Hier könnte ich zum Beispiel noch eine Abstützung hinsetzen. Und das passende Gegenstück. ...85, 95 wäre in der Mitte. Also einigermaßen mittig der Brücke. Sagen wir mal 115. Ja, ist schon mal zu viel. So, und dabei wird es jetzt gelassen. Die Zahlenwerte hier geben im Übrigen die Prozentanzahl der Steigung an. Also wenn man jetzt hier sowas mit 15% nimmt, minus 15%, dann kann man eine Steigung bauen von Prozent pro 100. Wäre das zum Beispiel von einem Höhenpunkt 15 auf einer Strecke von 100 Metern, dann runter auf 0. Sieht dann so aus.
mache ich das mal, wie ich es gesagt habe. Und zwar, ich nehme jetzt mal die Hälfte. Das sind dann nicht 50, 15, sondern 7,5. Und Steigung minus 7,5. Ist eine 15% Steigung oder ein 15%iges Gefälle. Damit sind die Pfeile auch gerade. Brauche ich in dem Fall jetzt nicht. Ich brauche eher sowas hier. Muss ich hier klicken? Wo muss ich hier nochmal klicken? Nein, nein. Da kannst du das Ding schon schwer anklicken und dann kriegst du es nicht mal erwischt. Und das Gesamte noch einkürzen. Das Geländer ist im Übrigen aus dem Set mit den Kreuzungsbauwerken. Wenn ich den gesamten Spaß hier nochmal kurz um 10 cm anhebe. Dann kann ich auch wirklich behaupten, dass ich damit fertig bin. Also zumindest was so die Brücke hier betrifft. Ich meine, das hat jetzt auch lange genug gedauert. Oh, 10 cm sind zu hoch. Das ist zu hoch. 0,2. Passt, das sieht aus wie in den Beton reingeschraubt. Schade, dass es nicht so viele Ecken als Anfangspunkte gibt. Oder habe ich da was übersehen? Nee, Anfang gibt es nur das. Und Ende ist das. Gut, lass ich es so. Sieht passend aus. Daran verändere ich jetzt erstmal nichts mehr. Weil wie heißt das so schön? Never touch a running system. So, lang genug hat das jetzt auch gedauert. Zurück zu meinem Lieblingsbauvorhaben, dem Busbahnhof. Urzentraler Omnibusbahnhof, kurz ZOB. Wie es ja gerne abgekürzt wird. Das machen wir ganz einfach. 5,25. Wow. Bam. Muss ich mal kurz überlegen. Muss das Ding hier bei gleichbleibendem Radius, wenn möglich, auf die Hälfte reduzieren. Wäre jetzt der ideale Moment, um mal ein lautes Ach nö zu sagen. Oder auch nicht. So, einmal rum. Das weg, das weg. Das eigentlich auch erstmal. Hoffen wir, das ist jetzt auch breit genug. Ja, einmal abspeichern. Das kann ich gleich mal hier machen. So, und jetzt 0,50, 50. Und der Fußweg, der von hier hochkommt. Wohlgemerkt, die Fußwege sind eigentlich allesamt falsch. Das sage ich so gerade immer so, wie es ist. Also ich glaube, die nächste Folge wird wahrscheinlich damit zu tun haben, dass ich versuchen werde,
die Fußwege anzuheben. Und zwar von derzeit 10 cm über Straßenoberkante auf 20 cm. Würde ungefähr so aussehen. Das ist dann so ähnlich wie hier beim Bussteig. Ich mache das jetzt mal bei denen hier. Mal kurz schauen, dass ich das auf. Den Wert lege. Also ich fange jetzt schon mal damit an, damit ich dann sozusagen in der nächsten Folge oder den nächsten Folgen, ich weiß nicht, wie lange ich mich damit befassen werde. Ich hoffe, dass es nur eine Folge sein wird. Damit das auch fertig wird. Und hoch mit dir. Großes gelbes Auto. Ich höre es doch schon. Wird also auch gleich klingeln. Gut, dann beende ich an der Stelle erstmal die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und tschüss, bis zum nächsten Part von EEP 13.